Der Titel meines Vortrags: Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier? Deutsche reden und Deutsches schweigen. Am 22. August 1939 offenbarte Adolf Hitler seinen Militärs in Obersalzburg kurz vor der Invasion Polens das Ziel der Kampagne: die physische Entvölkerung Polens. Um eventuelle Bedenken seiner Zuhörer zu unterdrücken, spottete er: Wer redet heute noch vor der Vernichtung der Armenier? Der Direktor des Instituts für Türkeistudien Washington, dotiert von der türkischen Regierung, hatte vehement die Authentizität dieses Satzes verneint. Er behauptete, dass der Texter diese honische Frage erst 1942 bekannt wurde, und zwar in einem amerikanischen Buch, also alliierte Kriegspropaganda. Das stimmt nicht. Schon 3 Tage nach der Obersalzburg-Zusammenkunft, am 25. August, bevor den Krieg, erreichte das Typoskript von Aufzeichnungen der Hitlerrede bereits Whitehall in London. Ein Emissär des deutschen Widerstands hatte den Text an den Berliner Bürochef der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press gegeben, und dieser übergab ihn sofort der britischen Botschaft. Für meinen Vortrag heute Abend aber ist es egal, ob es Hitler selbst, der die viel zitierte Aussage über die Armenier machte, oder, wie die Skeptiker wollen, nur ein Mitglied des deutschen Widerstands, der des Führers Rede zu Propagandazwecken niederschrieb. Denn unabhängig davon, wer sie sagte, unterstreicht jeder Bezug auf die Vernichtung der Armenier den ikonischen Status, den der armenische Genozide als Inbegriff aller Grauens noch im Jahre 1939 innehatte. Implizit beweist die Aussage auch, dass einst die Vernichtung der Armenier in aller Munde war, auch in Deutschland. Man redet über die Vernichtung der Armenier, einer von mehreren christlichen Minderheiten in der Türkei, schon am Ende des 19. Jahrhunderts, während einer Reihe von Massaker, die Sultan Abdulhamid initiierten. Die Opferzahl von geschätzt mindestens 100.000, meist Männer, sorgte für einen internationalen Aufschrei. In England verlangte das Unterhaus, dass die Royal Navy in der Dardanellen eindringen und den Sultan absetzen sollte. Die normalerweise so zerstrittenen Franzosen waren von links bis rechts in pro-armenischen Aktionen vereint. In Russland brachten Intellektuellen von Tschechow bis zum Philosophen Soloviev fast 30.000 Rubel auf, um die Not der armenischen Witwen und Waisen zu lindern. Sogar die kleine Schweiz sammelte 1 Million Francs zugunsten der Armenier sowie mehr Petitionsunterschriften als jemals sonst in der schweizerischen Geschichte. Amerikaner hielten armenische Sonntage ab, an denen Teilnehmer fasteten, um das so gesparte Geld den Armeniern zu schicken. In Deutschland begann die öffentliche Wahrnehmung der Armeniergräuel nur zögerlich. Doch 1896 fing eine bedeutende philarmenische Bewegung an, besonders unter erweckten evangelischen Gemeinden. Hauptagitator war ein junger Dorfpfarrer, Johannes Lepsius,
der den Worten eines Anhängers zufolge nun der berühmteste Mann Deutschlands geworden war. Bald aber wurde Lepsius von den kirchlichen Behörden mit der Alternative konfrontiert. Pfarramt oder Armenier-Agitation? Er gab sein Pfarramt auf und lebte von da an als Organisator und Publizist für Missionsarbeit im Orient. Ich werde später auf Lepsius zurückkommen. Nach 1896 gab es ab und zu kleinere Programme, aber die großen Massaker hörten auf, bis zum 1909. Dann wurden erneut 20.000 Armenier in der Provinz Adana umgebracht, wodurch die Vernichtung der Armenier wieder in aller Munde war. Dabei müssen unterschieden werden zwischen der laut geführten öffentlichen Diskussion und dem intensiven, aber diskret geführten Austausch hinter den geschlossenen Türen der Diplomaten. Die zwei Diskurse zu vereinen, war lebenswichtig für die Armenier und ihre Unterstützer. Sie getrennt zu halten, das Ziel der Staatsmänner aller Länder. Warum? Weil jede moralische Empörung der Öffentlichkeit ihre eigene politische Handlungsfreiheit hätte einschränken können. Zudem fürchteten sie, dass jede Einmischung der europäischen Großmächte den Fortbestand des Osmanischen Reiches gefährden würde und damit einen europäischen Krieg riskiert würde. Und so hielt das Osmanische Reich in diesem Pokerspiel der Großmächte eine Trumpfkarte, die darin bestand, dass alle europäischen Mächte bestrebt waren, das Überleben des Reiches zu sichern. Demgemäß bemühte sich die Regierungen Europas umso stärker um Stillschweigen, desto lauter der Aufschrei im öffentlichen Raum über die Notlage der Armenier wurde. Doch hinter geschlossenen Türen wurde die Lage der Armenier sehr wohl thematisiert, wie Stapel diplomatischer Akten deutlich machen. Diese Debatten gewannen während des Balkankrieges 1912 und 13 an Intensität, als die Osmanen mehr als 20% ihrer Bevölkerung und fast ihr gesamtes europäisches Staatsgebiet verloren. Den nächsten zeigt, wie viel sie verloren hat. Es ist wirklich unvorstellbar. Der kranke Mann am Bosporus schien seinen letzten Atemzug zu tun. Es wurde erwartet, dass der Zusammenbruch der osmanischen Staatsgewalt auf dem Balkan auch dazu führen würde, Kleinasien zu entwirren. Hier traten von Beirut bis zum persischen Grenze in Anatolien separatistische Bewegungen hervor. Würden sich die armenischen Nationalisten diesen Kämpfen anschließen? Würde etwa die zurückkehrenden osmanischen Armee, verbittert nach den Verlusten auf dem christlichen Balkan, ihre Wut an der christlichen Landbevölkerung Anatoliens auslassen? Aufgrund der Aussicht, dass ethnische Konflikte auch im Kaukasus aufflammen könnten, drohte Russland, Ostanatolien zu besetzen, wenn nicht umgehend glaubhafte Maßnahmen zum Schutz der Armenier implementiert wurden. Auf einmal würde das Verhindern eines armenischen Massakers zu dringlicher Aufgabe eines jeden Staatsmanns, der den Frieden wahren wollte. Denn wenn Gewalttaten in Kleinasien eine russische Intervention
provozieren würden, stände eine entsprechende Reaktion Österreichs auf dem Balkan zu befürchten und das Risiko eines europäischen Krieges. Während Russland drohte und die Türkei zögerte, stationierte Deutschland mit britischem Einverständnis 4 Kriegsschiffe im türkischen Gewässern. Und über die gefährliche Lage der Armenier wurde immer lauter gesprochen. Diaspora-Armenier und ihre Freunde demonstrierten in London, Paris, Sofia und Kairo. Andere schickten Appellen an den ständigen Schiedshof in Den Haag sowie an die britische Regierung. Und aus Istanbul, Yokohama, Manchester, Frankfurt und Potsdam erreichten Gesuche das deutsche Auswärtige Amt. In Istanbul hatte der deutsche Botschafter die Krise erkannt. Freiherr Hans von Wagenheim drängte darauf, aus Berlin eine Anweisung zur Intervention zu bekommen, um die Misshandlungen der Armenier zu stoppen und im Notfall, ich zitiere, als ihr wirkliche wirksamen Beschützer aufzutreten zu können. Es war in seinen Augen an der Zeit, Initiative in den heiklen Frage der armenischen Reformen zu ergreifen. Was Wagenheim verlangte, würde mit einer der geheiligsten diplomatischen Gepflogenheit brechen, nämlich sich niemals in die Innenpolitik eines befreundeten Staats einzumischen. Aufgrund dieser Gepflogenheit hatte die kaiserliche Regierung während des Massakers in den 90er Jahren den Pfad der Nichtintervention nie verlassen und keine andere Großmächte auch. Wagenheims Berliner Vorgesetzte lehnten ab. Doch auch wenn das Auswärtige Amt sich nicht zum Beschützer der Armenier erklären wollte, musste die deutsche Führung damit rechnen, dass der territoriale Verlust der Osmanischen Reiches in Europa auch zur Auflösung des Reiches in Kleinasien führen könnte. Und in diesem Kontext würde die Frage nach der Zukunft der Armenier dringlich. Im Verlauf des Jahres 1913 druckte die Londoner Times 88 Artikel zur Lage der Armenier. Reden und Anfragen im britischen, im italienischen und sogar im deutschen Parlament trugen zu Unruhe bei. Die Lage im Orient war, nach Staatssekretär Jago, zur aktuellste aller politischen Fragen geworden. Ob Jago und seine europäischen Kollegen es wollten oder nicht, sie waren gezwungen, über die Armenier zu reden. Und die Folgen? Die Arbeitsbelastung der erschöpften Diplomaten, die aufgrund der anhaltenden Balkankrise bereits immens war, stieg dramatisch. Botschafter von Wagenheim saß sich an seinen Schreibtisch gekettet. Der lang ersehnte Familienurlaub wurde immer wieder verschoben. Aus der Unsicherheit heraus, ob die Zukunft in Anatolien den Armeniern oder den Türken gehören würde, arbeiteten die deutschen Diplomaten mit beiden Seiten, um in Gang zu bringen, was heute euphemistisch als Friedensprozess bezeichnet wird. Mit Londons Hilfe strebte Berlin nach der Quadratur des Kreises, die armenische Minderheit zu verteidigen, ohne die osmanische Souveränität in Frage zu stellen und damit ein russisches Eingreifen zu verhindern. Gleichzeitig stellte Jago mit Hilfe des ehemaligen Pfarrers Johannes Lepsius Kontakt zur armenischen Führung her. Er wollte sie für einen Kompromiss bezüglich einer reformierten Verwaltung in Ostanatolien gewinnen.
aber auch sich ihres Wohlwollens für Berlin zu versichern, falls der Kompromiss scheitern sollte. Dies entsprach zwar nicht der drastischen Kurskorrektur, die Botschafter Wangenheim im Februar 1913 gefordert hat, doch Jagos diplomatische Initiative für ein armenisch-osmanisch-russisches Abkommen zeigte, wie ernst die Lage in Ostanatolien genommen wurde und welche Gefahr sie darstellte für die dortige Bevölkerung, für den Fortbestand des Osmanischen Reiches, für den europäischen Frieden. Im Februar 1914 gelang es Deutschland, nach monatelangen Verhandlungen ein solches Abkommen zu vermitteln. Den Armenier wurde in den 7 ostanatolischen Provinzen Beteiligung an der Verwaltung gewährt. Die Türkei trat hier Teile ihrer Staatshoheit an 2 europäische Beauftragte ab. Im Gegenzug nahm Russland die Drohung zurück, in die Region einzumarschieren. Würde diese lang erzählte armenischen Reformen die Region befrieden und die osmanische Herrschaft stabilisieren? Oder würden sie, wie manche hofften und viele fürchteten, der Gnadenschuss für das Osmanische Reich sein? Dies würde nur die Zukunft zeigen. Doch in der Zwischenzeit blieb die Lage der Armenier ein öffentliches Gesprächsthema, vielleicht besonders in Deutschland. Im Juni 1914 wurde in Berlin eine deutsch-armenische Gesellschaft gegründet. Die schier Existenz einer solchen Organisation, dessen Ziel es war, die freundschaftliche Beziehung zwischen beiden Völkern zu fördern, verriet, dass das Auswärtige Amt neuerdings zur armenischen Seite neigte. Denn nur die offizielle Gunst erklärte, wie es so eine so unscheinbare Vereinigung, dessen Vorstand aus 6 unbekannten Armenier plus einem Pfarrer, einem Journalisten und Lepsius, gelingen könnte, 96 Prominente für ihren Aufruf zu gewinnen. Unter diesen Namen fanden sich nicht nur bedeutende Vertreter aus Kirche, Wissenschaft und Wirtschaft, sondern auch die Parteiführer der beiden liberalen Fraktionen im Reichstag, der Vorsitzende der preußischen Abgeordnetenhaus sowie 4 Generäle. Andere Namen lassen sich jedoch nicht durch Anbiederung an die Regierung erklären. Dazu zählen Deutschlands meistgefeierte Maler Max Liebermann, der Sozialtheoretiker Georg Simmel, der Nobelpreisträger Rudolf Eucken oder der junge Schriftsteller Thomas Mann. Und dass die Herausgeber von 3 einflussreichen Zeitungen ebenfalls auf der Liste der Unterstützer standen, schien zu garantieren, dass von nun an eine Berichterstattung zugunsten der Armenier ein stetig wachsendes Publikum erreichen würde. Doch es sollte nicht sein. Binnen weniger Wochen befand sich Europa im Krieg. Am 2. August unterzeichnete Deutschland ein Geheimabkommen mit der Türkei. Die deutsch-armenische Gesellschaft wurde zur politischen Belastung. Die konkurrierende deutsch-türkische Vereinigung andererseits hatte nun eine Mission. Ihr Geschäftsführer überflutete Deutschland mit Propaganda für die neue Waffenbruderschaft. Die Propaganda fiel auf fruchtbaren Boden. Im ersten Kriegsmonat allein zählten die Deutschen 265.000 Verluste. 260.000 in einem Monat. Zu dem Zeitpunkt, als die Türkei endlich eintrat, dem 33. Oktober, hatte die deutsche Armee schon 3 Monate
andauernden Schlachten durchgemacht, die verlustreichste 3 Monate des gesamten Krieges. Kein Wunder, dass die Deutschen mehr als bereit waren, die Türkei als ihre Retter zu betrachten. Diejenigen, der Orient kannte, versetzte die Türkei-Begeisterung in Erstaunen. Als Bücher erschienen mit Titeln wie Die Entwicklung der Türkei zum Rechtsstaat. Und das im Jahr 1915. Einfach beschämend fand General Kress von Kressenstein, damals nicht ein General, sondern ein Colonel, die Verhimmelung und das Liebeswerben, mit dem sich leider die Presse und die Öffentlichkeit in Deutschland um die Türkei bemühte. Während die deutsche Presse die Türkei als Land der Toleranz, 1492 sind immer wieder erwähnt worden, pries, musste ab 1915 die Deutschen vor Ort, wie General Colonel Kress, die Vertreibung der Armenier aus ihren Dörfern mit Grauen ansehen. Im Mai nahmen die Evakuierungen und die damit einhergehenden Vergewaltigungen und Massenmord lawinenartig zu. Doch wer der Welt über die Vorgänge in Anatolien berichten wollte, sah sich großen Hindernissen gegenüber. Im Mai wurden sämtliche Telefone von Armenier sowie westliche Lehrern, Ärzten und Missionaren beschlagnahmt. Der Postdienst wurde ihnen verweigert. Gesandte von Neutralen durften ihre Telegramme nicht chiffrieren. Ihre Briefe wurden geöffnet. Lediglich die deutsche Diplomatenpost blieb ein sicherer Kanal, um unzensierte Berichte über die grausamen Ereignisse zu übermitteln. War der Botschafter willig, solch explosive Informationen nach Berlin weiterzuleiten? In der Nachwelt hat der deutsche Botschafter Freiherr von Wagenheim einen schlechten Ruf dank des amerikanischen Botschafters Henry Morgenthau. In den vielgelesenen Memoiren, das Morgenthau November 1918 veröffentlichte, malte er seinen deutschen Kollegen als einer der Bösewichte des Völkermords. Ein arroganter Teutone, die die Vernichtung eines ganzen Volkes hinnahm, solange es seinen pangermanischen Zielen förderlich war. Wie wahrhaft ist diese Darstellung? Botschafter von Wagenheim hatte zunächst die türkische Darstellung, nach der die Deportationen militärisch notwendig waren, akzeptiert. Ihr Ziel sei einzig die Entfernung von potenziellen und tatsächlichen 15 Kolonnen von der Ostgrenze, wo sie andernfalls die russische Invasion unterstützen könnten. Die damit einhergehende Plünderungen, Vergewaltigungen und Metzeleien, nichts als bedauerliche Disziplinärunzulänglichkeiten, wie sie in jedem Krieg auftreten können. Doch diese trügerische Darstellung könnte nicht lange anhalten. So sehr Wagenheim auch der Propaganda der Jungtürken glauben wollte, opferte der deutsche Botschafter sein kritisches Urteil nie der Allianz. Obwohl schon todkrank, brachte Wagenheim immerhin die Kraft auf, die Lügen der türkischen Regierung als solche zu entlarven. Schon Mitte Juni 1915 war Wagenheim zu dem Schluss gekommen, dass die Verbannung der Armenier nicht allein durch militärische Rücksichten motiviert ist. Am 7. Juli teilte Wagenheim dem Reichskanzler Bethmann Hollweg mit, dass die Deportationen sich jetzt auch auf Provinzen erstreckten, die von den Invasionen nicht bedroht seien. Dieser Umstand, schrieb er, und die Art, wie die Umsiedelung durchgeführt wird, zeigen, dass die Regierung tatsächlich den Zweck verfolgt, die armenische Rasse im türkischen Reiche zu vernichten.
Zu diesem Schluss kam der Botschafter durch eine Vielzahl von detaillierten und zwingenden Augenzeugenberichten von deutschen Lehrern, Medizinern, Kirchenleuten, Ingenieuren, Soldaten und seine eigenen Konsulatsmitarbeitern vor Ort. Max von Schäubner-Richter, Vizekonsul in Erzurum, wurden von türkischer Hardliner unverblümt informiert, dass ihr Ziel die vollkommene Vernichtung der Armenier sei. Der junge Leutnant meldete, von offizieller Seite würde wortwörtlich gesagt, dass wir nach dem Krieg keine Armenier mehr in der Türkei haben werden. Ende Zitat. Im August informierte Schäubner die Botschaft, dass dieses furchtbare Ziel schon erreicht worden sei auf dem gesamten Gebiet seines Konsulats. Nächste. Schäubner verleugnete nicht, dass hier und dort armenische Aufständische gegeben hatte. War dies nicht die natürliche Konsequenz für ein Volk, das so schrecklich behandelt wurde? Doch für einen allgemeinen, vorsätzlichen und geplanten Aufstand der Armenier fehlt in meinen Augen jeglicher Beweis, erklärte er. Das schiere Ausmaß der Vernichtung führte die türkische Behauptung ad absurdum. Das, Zitat, dass Zehntausende Armenier sich ohne Widerstand von einer Handvoll Kurden und Irregulären niedermetzeln lassen, wie hier geschehen, beweist zweifelsohne, wie wenig dieses Volk zu Kampf und Revolution neigt. Ende Zitat. Würde die Vernichtung der Armenier innerhalb von Deutschland ebenfalls thematisiert? Krieg bedeutet Zensur. Und das Prinzip war einfach. Und ich zitiere von dem Zensurbuch. Alle Äußerungen, die in irgendeiner Weise das Ansehen unserer türkischen Verbündeten schmälern oder schädigen könnten, sind zu vermeiden. Ende Zitat. Tatsächlich stellte das Zensurbuch klar, dass sogar eine Erwähnung der armenischen Frage unerwünscht war. Die Presse verstand. Die Frankfurter Zeitung hatte einen erfahrenen Korrespondenten in Istanbul. Er nutzte seine Position lediglich, um Interviews mit führenden Türken zu bekommen und ihre Version des armenischen Verrats zu verbreiten. Es genügte dem Berliner Tageblatt, Nachdrucker osmanischer Presseagenturmeldungen, die die Berichte der Entente über türkische Gräueltaten als Propaganda zurückzuweisen. Andere taten das Gleiche. Die Zensur schloss uns den Mund, erklärte der politische Redakteur der Welt am Montag später. Neuere Forschung zeigt aber, dass die Umgehung der deutschen Zensur ein leichtes war. In Berlin und vermutlich auch in anderen Großstädten war nicht nur die neutrale schweizerische und holländische Presse, sondern auch französische, englische und sogar russische Zeitungen zu kaufen. Und sie wurde gelesen. Anders als im Dritten Reich, alles als Veröffentlichung zum Genozid als Kapitalverbrechung geahndet wurden, wurde das Umgehen der Zensur im Kaiserreich nur leicht, wenn überhaupt, bestraft. Luxemburg und Liebknecht sind auch wirklich Ausnahme hier. Man wusste, dass ein Appell, ich zitiere, an die Verantwortung und das Ehrgefühl der Presse vielversprechender als Unterdrückungsmaßnahmen, Ende Zitat, war. Wenn die Selbstzensur so willig war, braucht man keine Zensur. Also, wer wusste Bescheid? Und was hat man gewusst? 3 Millionen junge Deutsche kämpften an der Front.
Kaum verwunderlich, dass ihre Mütter und Väter, Schwestern und Brüder der Situation in Anatolien wenig Aufmerksamkeit schenkten. Doch wenn man die bedrängten, einfachen Deutschen auf der Straße einmal außer Acht lässt und sich stattdessen den Eliten zuwendet, dem dichten Netzwerk der mächtigen, einflussreichen und Meinungsmacher, dann ist die Antwort um die Frage, wer Bescheid wussten, ein eindeutiges. Alle. Und wenn wir fragen, was sie wussten, dann ist die Antwort ein ebenso eindeutiges. Genug. Orientalisten erfuhren frühzeitig davon, von ihren Kollegen in neutralen Ländern und von Studenten, die als Übersetzer in der Türkei dienten. Sicher, manche, wie Professor Enno Littmann, der eine Denkschrift über die Armenier-Gräuel von einem amerikanischen Kollegen erhielt, taten dies als ein weiteres Beispiel für Entente-Luga ab. Littmann, der sich noch einen Namen mit der Übersetzung von Tausend und einer Nacht machen sollte, erkannte eine gute Geschichte, wenn er eine sah. Erstlich fehlen alle Namen. Zweitens hat sie die Denkschrift, das heißt alle Stil- und Ausdrucks- und Inhaltsformen der typischen tataren Geschichten. Schändung von Frauen und Mädchen, Wegschleppung der Männer zum Kriegsdienst, als ob den Türken an diesen Soldaten etwas gelegen wäre. Zwangsbekehrung zum Islam und so weiter. Ende Zitat. Doch dann kam ein Brief von einem Studenten, der in der Türkei stationiert war. So viele Details, die er mit eigenen Augen gesehen hat, bekannte Littmanns Kollege C.H. Becker, dass an dem Wahnsinn der Deportation nicht zu zweifeln ist. Ende Zitat. Im Oktober vermerkte Becker, dass Nachrichten von Massaker jetzt die ganze Welt erfüllen. Über die Vernichtung der Armenier sprachen nicht nur Intellektuellen und Professoren. Die Deutsche Bank hielt Mehrheitsanteile an der Anatolischen Eisenbahn und ihr Istanbuler Büro bekam haarsträubende Berichte über die Pläne der türkischen Regierung, den ganzen Stamm mit Stumpf und Stiel auszurotten. So meldete es der stellvertretende Direktor seinem Chef Arthur von Gewinner nach Berlin. Ein Viertel der ungefähr 2 Millionen Armenier war, seiner Einschätzung nach, bereits vernichtet. Ostanatolien war armenierfrei. Die Judenprogramme in Russland, die ich kenne, sind vergleichsweise ein Kinderspiel, betonte er. Was tat die Deutsche Bank mit ihrem Wissen? Gewinners Mann legte bei den Türken Protest ein. Und man rettete so viel Armenier wie möglich und stellte sogar völlig unqualifizierte Armenier für Bauarbeiten und Bürotätigkeiten ein. Ihr Rettungsboot, dieser Ausdruck ist Hilmar Kaisers, lässt sich mit den von Oskar Schindler vergleichen. Es war sogar noch von viel größerer Ausmaßen. Gewinner selbst wies 1.000 Pfund Sterling an, um die Not der Armenier zu lindern. Im Geheimen. In der Öffentlichkeit tat er nichts. Er trat auch nicht als Vorsitzender von der Deutsch-Türkischen Vereinigung zurück, deren Ziele er weiterhin mit seinem Namen legitimierte. Andere Wirtschaftsmagnaten müssen ebenfalls von der Vernichtung gewusst haben. Für Männer mit Einfluss war Istanbul auch in Kriegszeiten nicht unerreichbar. Hugo Stinnes und Fritz Thyssen kamen im Winter 1916 und sie erfuhren in Gesprächen mit ortsansässigen Deutschen von der Vernichtung der Armenier. Auch begaben sich Mitglieder des Reichstages auf Faktensuche.
Gustav Stresemann, ein aufgehender Stern innerhalb der Nationalliberalen Partei, traf im Frühling 1916 dort deutsche Journalisten, Soldaten, Auslandsdeutsche, Diplomaten und die osmanischen Kriegsminister Enver Pascha. Sein Tagebuch lässt keinen Zweifel daran, dass er genau erfuhr, was geschah. Ich habe es gelesen. Am vierten Tag schrieb er: Armeniervermindung 1 bis 1,5 Millionen. Zurück in Deutschland macht der zukünftige Kanzler der Weimarer Republik seinen Einfluss geltend. Seine öffentlichen Reden entsprachen dem sonnigen Bild der Allianz und lobten die tapferen Türken gegenüber einem aufnahmewilligen Publikum. Gegenüber Insidern malte er jedoch ein düsteres Bild von der osmanischen Wirtschaft, von den Beziehungen zwischen deutschen und türkischen Führungskräften, von der zunehmenden Fremdenfeindlichkeit dort. Hinsichtlich der Armenier zielte seine Kritik jedoch nicht auf den türkischen Verbündeten, sondern auf den Mann, der den gestorbenen Wangenheim als Botschafter abgelöst hatte, Graf Paul von Wolf Metternich. Ihm warf Stresemann vor, mit seinen wiederholten Vorhaltungen bezüglich der Armenier die Türken vor den Kopf zu stoßen. Ob Herr von Metternich Botschafter des Deutschen Reiches oder Botschafter der Armenier sei, hätte Enver höhnisch gefragt. Der zukünftige Nobelpreisträger für Frieden unterstützte Envers Forderung, dass Deutschland seinen freimütigen Botschafter abberufen solle. Stresemann wurde auf seiner Reise von Matthias Erzberger begleitet, dem Führer der katholischen Linken und das einflussreichste Mitglied des Reichstags. Er war bereits bestens informiert. Als Leiter der Kriegspropaganda für neutrale Länder wurde er vom Auswärtigen Amt mit den Berichten versorgt, die das Amt selbst aus dem Feld erhielt. Doch Erzberger hatte auch unabhängige Quellen, die katholische Geistlichen, die ihn mit direkten Informationen über diese neueste brennende Frage versorgten. Von zwei absolut vertrauenswürdigen Korrespondenten erfuhr Erzberger, dass die Zahl der ermordeten Christen 1,5 Millionen betrug. Die gleiche Zahl wie Stresemanns. Ein Priester teilte mit, die armenische Nation solle so ziemlich ausgerottet sein. In Gesprächen mit Innenminister Talat Bey und Kriegsminister Enver Pascha machte sich Erzberger im Februar 1916 persönlich für die Armenier stark. Und zurück in Berlin schilderte er dem Kardinal Erzbischof von Köln in einem Schreiben ihre Not. Außerdem wandte er sich an das Auswärtige Amt, um Botschafter Metternich gegen seine Kritiker zu verteidigen. Die Berichte, schrieb er, welche nicht-armenische Zeugen aus dem Inneren bringen, sind so entsetzlich, dass man sie nicht niederschreiben kann. Man könnte vermuten, dass Deportation eine mildere Strafform ist als Tötung. Tatsächlich unterscheidet sich aber erstere nicht viel von letzterer. Er beschrieb detailliert, wie man die Menschen wie Viehherden Wochen und Monate lang treibt, ohne sie mit Nahrung und Unterkunft zu versorgen. Sind sie an Bestimmungsort angelangt, treibt man sie an einen neuen und von diesem wieder an einem anderen, so dass sie nie zur Ruhe kommen. So erliegen die armen Armenier massenhaft dem Hunger und den Seuchen. Was solle man tun? Die Armenier hatten ein Recht auf Heimkehr, sagte Erzberger, zumindest jene außerhalb von Kriegsgebieten, und ihre Besitztümer mussten ersetzt oder zurückgegeben werden.
Doch zuallererst forderte Erzberger die Entsendung einer Mission des Maltesenordens, die in Deutschland ausgerüstet wird und kostenlos arbeitet, um Brot und Subsistenzmittel zu verteilen. In der Öffentlichkeit brach der sonst so redselige Erzberger sein Schweigen jedoch nicht. Und das, obwohl er als Parlamentsmitglied das Recht zu reden gehabt hätte. Die Zensur machte an den Türen des Reichstages, den Reichstags, Halt. Nur die Proteste seiner Kollegen oder eine präsidiale Ruf nach Ordnung konnte ein Volksvertreter zum Schweigen bringen. Mit eben diesem Lärm und Ordnungsruf wurde Karl Liebknecht konfrontiert, als der Sozialdemokrat im Januar 1916 anfragte, ob es dem Reichskanzler bekannt sei, dass im verbündeten türkischen Reich die armenische Bevölkerung zu Hunderttausende aus ihren Wohnsitzen vertrieben und niedergemacht worden ist? Sei es ihm bekannt, dass Professor Lepsius geradezu von einer Ausrottung der türkischen Armenier gesprochen habe? Er wurde niedergebrüllt. Doch Massenmord lässt sich nicht verschweigen. Als 1918 ein Hinterbänkler der Zentrumspartei mit Berichten über neue Massaker aus der Türkei zurückkehrte, schlug der letzte deutsche Botschafter dort die Hände über dem Kopf zusammen. Über die Armenier-Gräuel ist so viel geredet und geschrieben worden, dass es müßig erscheint, sich über diese Frage zu äußern. Seine Verzweiflung ist bezeichnend. Die Deutschen konnten nicht aufhören, über die Vernichtung der Armenier zu reden. Am meisten sprachen die evangelische Geistlichkeit darüber, die durch ihre eigenen Missionare und internationale Netzwerke kontinuierlich mit Informationen versorgt wurden. Sie leitete Augenzeugenberichte an die Regierung weiter, protestierten gegen die unkritische Abdruck türkischer Alibis in der Presse, bedrängten das Auswärtige Amt, ich zitiere, sofort geeignete energische Schritte zu unternehmen, damit dem Morden unserer türkischen Bundesgenossen Einhalt geboten wird. Die Monatszeitschrift des bekannten evangelischen Wohltätigkeitsvereins des Deutschen Hilfsbund war im Juli 1915 weltweit das erste Medium, das Einzelheiten über die Ereignisse veröffentlichte. Solche Berichte schadeten dem internationalen Ruf Deutschlands und der türkischen Waffenbrüderschaft. Was war zu tun? Konstantin von Neurath, Geschäftsträger in Istanbul, stöhnte, dass eine regelrechte Unterdrückung der deutschen pro-armenischen Vereine natürlich nicht in Frage komme. Doch waren die stetigen Bemühungen der Regierung, alles zu unterdrücken, was Deutschlands Feinde nutzen oder ihre Bundesgenossen kränken könnten, effektiv. Die Leiden der Armenier blieben zwar präsent, andernfalls hätte die oben erwähnte Wohltätigkeitsorganisation nicht 3 Jahre hintereinander jeweils um die 400.000 Mark für die Armenier sammeln können. Doch in der Öffentlichkeit, in der das Reden die Lage der Armenier vielleicht verbessern könnte, blieben die Reden gedämpft. Glaube verlangt nicht nur das Hören von Meldungen aus zuverlässigen Quellen. Er verlangt, diese Informationen zu Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung zu machen. Und genau diese Auseinandersetzung war verboten. Manche Historiker und Journalisten haben sich den Vorwurf der Entente angeschlossen, dass Deutschland eine Mitschuld an armenischen Völkermord habe. Diese Anschuldigungen würden seinerzeit auch von den Armeniern aufgegriffen. Die Deutschen hätten die Ausweisungen verhindern können, insofern sie nur gewollt hätten.
Die deutsche Botschaft hätte die Armenier schützen und nicht preisgeben müssen, sagten sie. Andere entgegneten, dass Deutschland auf die türkische Minderheitspolitik keinen Einfluss hatte. Mit der Forderung an Deutschland, das Bündnis mit der Türkei zu kündigen, verfolgte die Entente klar eigene Interessen. Dies gilt sicher für die Zeit der ersten Gallipoli-Invasion, die zeitgleich mit der ersten Vernichtungswelle stattfand. Und im weiteren Verlauf des Krieges sah die Entente klar, welch lebenswichtige Rolle die Türkei für Deutschland spielte, indem sie eine Million Soldaten der Entente band. Doch es gibt etwas, das wir von jeder Gesellschaft, selbst in Kriegszeiten, verlangen können, und das ist, sich nicht selbst zu belügen. Genau das wollte Johannes Lepsius leisten. Der aufgediente Fürsprecher der Armenier hatte bereits am 5. Oktober 1915 die Lügen als solche entlarvt. An diesem Tag offerierte er der Berliner Presse, die sich wöchentlich im Reichstagsgebäude einfand, um von der Regierung informiert zu werden, zu schildern, wie Enver Pascha und Talat Bey ihm neulich ihre Armenierpolitik erläutert hatten. Dies war ein Angebot, das die Journalisten nicht ablehnen könnten. Die Nachricht von Lepsius' erschreckenden Gesprächen mit Istanbuls starken Männern hatte sie bereits unter der Hand verbreitet. Jene, die sich daran erinnerten, wie schnell Lepsius' Berichte von den Schlachtfeldern 1896 im Ausland übersetzt und veröffentlicht worden waren, wusste auch, dass dieser Mann sich darauf verstand, weltweit Aufmerksamkeit zu generieren. Artikel in der Schweizer Presse über die Vernichtung von mehr als 1 Million Armeniern legten nahe, dass Lepsius bereits damit begonnen hat. Am darauffolgenden Tage rief Unterstaatssekretär Arthur Zimmermann die gleiche Gruppe von Reportern zusammen. Er wiederholte halbherzig den türkischen Standpunkt, dass er die Armenier seien, die die Türken ermordeten. Doch in erster Linie stellte er klar, dass es, da man sowieso nicht für die Armenier tun könne, die Sache nicht wert sei, um einen wichtigen Verbündeten zu verlieren. Doch Lepsius machte weiter. Er organisierte eine Gruppe von evangelischen Kirchenführern mit dem Ziel, eine Massenpetition an den Reichskanzler im Umlauf zu bringen, die explizit die Desinformationsstrategie der Regierung verurteilte. Ich zitiere: Es bedrückt unser Gewissen, dass während die deutsche Presse den Edelmut und die Toleranz unserer mohammedanischen Bundesgenossen preist, von Mohammedaner unschuldiges Christenblut in Strömen vergossen wird. Und die Petition prophezeite eine lähmende Wirkung auf die deutschen Christen, wenn sie es mit ansehen müssen, wie von ihren Bundesgenossen ein ganzes Christenvolk vernichtet wird, ohne dass unsererseits das Mögliche zu ihrer Rettung geschah. Doch genau diese prophezierte Demoralisierung sorgte unter den Antragstellern selbst für Unbehagen. Vom eigenen Mut erschreckt, ließen sie von Plänen für eine massenhafte Unterschriftsammlung ab und verständigten sich darauf, dass ihre Petition vertraulich bleiben und nur von Männern in Führungspositionen unterzeichnet werden sollte. Trotzdem ließen sich innerhalb weniger Tage 49 der herausragendsten Persönlichkeiten der Kirche überzeugen, zu unterschreiben, ein beispielloser Schritt in einer Kirche, die bekannt war für ihre weitreichende Auslegung des "Gibt dem Kaiser, was dem Kaisers ist".
Auf Lepsius' Drängen hin überzeugte Erzberger den Missionsausschuss des Katholikentages davon, eine ähnliche, wenn auch harmlosere Erklärung abzugeben. In den anderen kriegsführenden Ländern gab es nicht einmal ansatzweise vergleichbare Initiative, die die Politik eines Kriegsverbündeten verurteilt hätten. Die Juden in Großbritannien arrangierten sich zum Beispiel noch schneller mit der Forderung ihrer Regierung über die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung durch die verbündeten russische Armee zu schweigen. Schweres Herzens. Bettmann nahm die Kritik zur Kenntnis. Mit Bezug auf die steigende Sorge und Erregung in Deutschland wies er seinen Botschafter an, die türkischen Machthaber bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit allem Nachdruck auf die beiden Petitionen hinzuweisen. Doch Deutschlands steigende Sorge und Erregung blieb in der Privatsphäre. Im Dezember 1915 hatte das Auswärtige Amt die meisten Unterzeichner der Eingabe davon überzeugt, dass öffentliche Reden kontraproduktiv für die Armenier und auch die Deutschen seien. Auf diese Weise würde die Debatte innerhalb der Führungszirkel abgebrochen, bevor eine weitere Öffentlichkeit davon erfahren konnte. Dessen ungeachtet machte Lepsius unbeirrt weiter. Nun arbeitete er fieberhaft daran, jeden evangelischen Pfarrer über den Genozid aufzuklären. Der Vorstand seiner eigenen deutschen Orientmission nahm allerdings Abstand. Aus der Fassung gebracht von Gerüchten, dass Lepsius beabsichtigte, die türkische Regierung für die Grauen verantwortlich zu machen. Ob er diesen Teil nicht hätte weglassen können? Nein, könnte er nicht. Die Bedenken wuchsen. Was, wenn es zu Vergeltungsmaßnahmen gegen die Schulen, Waisenhäuser und Kliniken der Mission käme? Nachdem der Vorstand anfänglich die Finanzierung des Aufklärungskampagne hätte übernehmen wollen, nahm er seine Unterstützung zurück. Doch seien wir realistisch. Was hatte eine Aufklärungskampagne in Deutschland, die Vernichtungsmaschinerie in der Türkei, stoppen können? Ich habe die Antwort zu dieser Frage nicht. Sie sollen daran denken. Dass es auf diese Frage keine sichere Antwort gibt, lässt verstehen, warum Lepsius fast alleine war mit seinem Engagement. Im Juli dieses Jahres vollendete Lepsius seinen Bericht über die Lage des armenischen Volkes in der Türkei. Er ließ Exemplare für jedes deutsche Pfarrer, evangelisch natürlich, drucken, sowie genug weitere, um sie an Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die Presse und Mitglieder des Reichstages und des Württembergischen Landtags zu schicken. Um zu verhindern, dass das Versenden so viele identische Pakete von einem Ort aus Verdacht erregte, verpflichtete er seine 11 Kinder, alle verfügbaren Briefkästen in ganz Potsdam zum Verschicken zu nutzen. Wie erfolgreich Lepsius' Bemühungen waren, ist schwer zu sagen. Schon im August wurden fast 200 Kopien, die an Deutschlands Volksvertreter adressiert waren, von der Obrigkeit beschlagnahmt. Einen Monat später erfuhr die türkische Botschafter von der Veröffentlichung und legte Protest bei der Militärbehörde ein, die daraufhin die Beschlagnahme aller übrigen Exemplare anordnete. Doch viele erreichten ihre Empfänger, denn Lepsius hatte jeder Sendung einen Spendenaufruf beigelegt und schon nach kurzer Zeit konnte er 45.000 Mark für die Armenierhilfe sammeln. 1917 erhielt er doppelt so viel und noch mehr von ausländischen Spendern. Weitere Spenden gingen an andere Missionsgesellschaften, wobei die Spender meist anmerkten, dass der schreckliche Bericht von Dr. Lepsius sie motiviert habe. Schon bald erschienen Zusammenfassungen des Berichts in Holland und in der Schweiz.
Französische und englische Übersetzungen erschienen in Paris, New York und London. Eine handschriftliche Übersetzung erreichte Bogos Nubar Pascha, Leiter der armenischen Nationaldelegation an der Vorkriegsverhandlungen über den armenischen Reformen. Er gratulierte Lepsius zu dessen Mut, eine so heikle Angelegenheit wie die Verbrechen eines Landes zu thematisieren, mit dem sein eigenes verbunden war. Im selben Jahr wurde Lepsius mit einem Ehrendoktorat an der Universität zu Berlin ausgezeichnet, obwohl er Autor eines verbotenen Buchs und von Strafverfolgung bedroht war. Ein Trotzhandlung der akademischen Welt gegenüber der Bundespolitik ihrer Regierung. Lepsius' Bericht über die Lage des armenischen Volkes gibt einige Rätsel auf. Woher bekam er, ein unbemittelter Theologe mit 11 Kindern, das Geld, um mehr als 20.000 Exemplare seines 300-seitigen Buches zu drucken und zu verschicken? Allein die Briefmarken kostete 4.000 Mark. Ein weiteres Rätsel ist Lepsius' andauernde Bewegungsfreiheit. In den Ländern der Entente wurde Kritiker schnell inhaftiert. Aber auch wenn Vertreter des Auswärtigen Amts Lepsius scholten, wurde er erst 1917 ernstlich bedroht. Und auch dann nur mit einer 30-Mark-Strafe und 3 Tage Haft. Eine solche Nachsichtigkeit lässt Ambivalenz vermuten. Selbst der Polizist, der im September 1916 die Beschlagnahmung vollstrecken sollte, ging mit einem Minimum von Gewalt und Aufsehen vor. Und scheinbar auch ohne Engagement. Als er in Lepsius' Büro niemanden antraf, hinterließ er schlicht einen Zettel auf dem Schreibtisch, um die Beschlagnahme zu verkünden. Anscheinend wurde in Deutschland erwartet, dass sich die Delinquenten die Konfiskationen ebenso wie die Zensur selbst auferlegten. Mit dem Waffenstillstand kamen offizielle Geheimnisse aller Art an die Öffentlichkeit. Journalisten eilten sich, ihr allzu freundliches Bild von der Türkei zu korrigieren. Offenheit führte zu Kontroversen. Das Schicksal der Armenier war weiterhin mit der Außenpolitik verwickelt. Vor allem natürlich mit den Friedensverhandlungen. Als das besiegte Deutschland sich selbst auf der Anklagebank fand, reagierte das Auswärtige Amt mit einer Flucht nach vorn. Es beauftragte den Unruhestifter Johannes Lepsius, der noch kurz zuvor für seine armenische Veröffentlichung zur Rede gestellt worden war, die Akten des Amts selbst über den Genozid zu veröffentlichen. Lepsius' Sammlung diplomatischer Aktenstücke mit dem Titel Deutschland und Armenier 1914-1918 wurde viel besprochen. Jeder, der immer noch im Dunkeln war, konnte jetzt offiziell nachlesen, dass ein Völkermord stattgefunden hatte, und zwar mit Kenntnis der deutschen Regierung. Lepsius legte auch seinen Bericht aus dem Jahr 1916 neu auf, nun unter dem Titel Todesgang des armenischen Volkes. Die 4. Auflage lag bei 28.000. Der armenische Genozid wurde zwangsläufig auch zum Gegenstand der Politik in der Weimarer Republik. Diejenigen, die überzeugt davon waren, dass sie von ihrer politischen Führung während des Krieges immer wieder belogen waren, standen jenen gegenüber, die genauso überzeugt glaubten, dass Deutschlands unbesiegten Armee hinterrücks erdolcht worden sei. Die Dolchstorch-Legende der deutschen Rechte gaben auch Gewicht zum Vorwand, den Völkermord an der Armenier. Denn die Türken behaupteten, dass die Armenier ihre Armee mit einem Dolchstoß verraten hätten. Das Thema blieb durch eine Reihe von armenischen Attentaten in Berlin auf jungtürkische Exilanten aktuell.
Am meisten Aufsehen erregte 1921 die Erschießung Talat Paschas am helllichten Tage auf der Hardenbergstraße. In Grabreden priesen ihn deutsche Prominenten als türkischen Bismarck. Andererseits sprach ein Berliner Schwurgericht, nachdem der junge Angeklagte Soghoman Talerian von dem Völkermord und der Ermordung seiner Familie erzählte, den Attentäter frei. Dafür erhielt das Gericht internationalen Beifall, wurde in Irland aber besonders von Hugo Stinnes' Deutsche Allgemeine Zeitung scharf angegriffen. Ihr Herausgeber, der ehemalige Marineattaché Hans Humann, ein Jugendfreund Envers, setzte so bloß seinen Krieg gegen die Armenier mit anderen Mitteln fort. Die armenische Katastrophe hatte darum nicht für alle Deutschen die gleiche Bedeutung. Für manche bedeutet sie Trauer und Scham. Im Herzen Berlins fand in der Hedwigskirche ein Gedenkgottesdienst für das armenische Volk statt, der so gut besucht war, dass es nur Stehplätze gab. Die deutsch-armenische Gesellschaft bekannte in ihrer Einladung, dass der Völkermord immer ein offenes Geheimnis gewesen sei. Wie bekannt sind während des Weltkrieges auf Anordnung der türkischen Regierung über 1 Million Armenier niedergemetzelt oder in die Wüste geschickt wurden, wo sie infolge von Hunger, Epidemien und anderen Elends massenweise umgekommen sind. Die Organisatoren konstatierten, dass ihre Landsleute zwar frei von direkter Verantwortung seien, aber das deutsche Volk aufgrund der Verkettung von Umständen, die Deutschland abhielt, die Vernichtungsmaßregeln seines Bundesgenossen zu verhindern, schmerzlicher als irgendein anderes Volk mittragen muss an dem Leid des armenischen Volkes. Die meisten Deutschen, bedrückt von ihren eigenen Sorgen, flochten den Genozid allerdings in ein Masternarrativ ein, das von ehrenhaften, wenn auch verlorenen deutschen Kämpfen erzählt. Dies zeigt zum Beispiel eine 1938 Biografie über den jetzt gestorbenen Leutnant Max von Schreuder-Richter, die sein ihn bewundernde Adjutant veröffentlichte. Schreuder war 1915 Vizekonsul in Erzurum gewesen. 5 Jahre nach Hitlers Machtergreifung hätte man ein testosterongesteuertes Loblied auf die gesunde Schonungslosigkeit der Jungtürken erwarten können. Doch stattdessen hielt sich der Autor damit auf, die energische Versuche seines Helden zu schildern, Armenier zu retten. In seinem Vorwort erinnerte er stolz daran, wie Schreuder ihm 1919 Lepsius' neu gedrucktes Deutschland und Armenier schenkte und mit folgender Widmung versah: Zur Erinnerung an gemeinsame Kämpfe für Deutschlands Ehrenschild. Sogar Offiziere, die solche Ehrenkämpfe während des Krieges nicht gewagt hatten, druckten nach dem Krieg ihren Ekel offen aus. Wir Deutsche allen, Soldaten und Zivilisten, die wir dazu verdammt waren, das grausame Schauspiel mitzuerleben, fanden es unbegreiflich und waren darüber empört, dass die deutsche Regierung und die deutsche öffentliche Meinung, die durch zahlreiche Berichte von allen möglichen Seiten über die Vorgänge auf das Genaueste unterrichtet waren, von den Türken nicht abrückten, sondern durch ihr Schweigen uns Deutsche gewissermaßen zur moralischen Mitschuldigen machten. Nicht mit Unrecht haben unsere Feinde und die Neutralen uns stillschweigende Duldung angeklagt, nachdem die deutsche Presse auch nicht den leisesten Protest gegen die Art und Weise, in der die Armenier-Verschickung durchgeführt wurden, bringen durfte. So General Kress von Kressenstein, 1938. Andere Generale zogen aber andere Schlüsse.
Die extrem Rechte in der Weimarer Republik betrachtete die Türkei als Vorbild. Sie hatte in Atatürk das gefunden, was Deutschland fehlte, einen Führer. Die Türken hatten die Ketten ihrer Versailles-Sèvres-Vertrag 1920 durch den internationalen anerkannten Vertrag von Lausanne 1923 gebrochen. Und sie hatte sich von ihren Minderheiten befreit und eine homogene Türkei der Türken etabliert. Für Hitler persönlich diente der armenische Völkermord als Mahnung eines drohenden Untergangs, der alle schwachen Völker erwartete. Tatsächlich äußerte er 1922, dass die Deutschen das Schicksal der Armenier teilen würden, wenn sie keine unvernünftige Lösung für das Judenproblem finden. Ende Zitat. 8 Jahre später beklagte Hitler, dass in der Presse immer wieder breit und lang die Armenier Gräuel ausmalt wurden. Was ist die Signifikanz dieser Geschichte über Deutschland und den armenischen Völkermord? Meiner Meinung nach ist sie bedeutend, weil sie die fortdauernde Spannung veranschaulicht, die zwischen vitalen nationalen Interessen und unsere humanitäre Verpflichtung besteht. Und sie konfrontierte uns mit der moralischen Komplexität, wenn wir beurteilen wollen, was Kant das krumme Holz der Menschlichkeit nannte. Ich ende mit einem Beispiel, zwei Beispielen. Der Reichskanzler Bethmann Hollweg, der sich verantwortlich für sein ganzes Volk fühlte, reagiert empört, als sein neuer Botschafter in Istanbul, der Azad hatte, mit wiederholten nutzlosen Protesten gegen die Deportierungen vorzugehen, ihm riet, eine Pressekampagne gegen die Armenierpolitik der Türkei zu führen. Die vorgeschlagene öffentliche Koramierung, das heißt Defamierung, eines Bundesgenossen während laufendes Krieges, wäre ein Maßregel, wie sie in der Geschichte noch nicht dagewesen ist, entgegnete Bethmann. Unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten. Gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Bei längeren andauernden Kriegen würden wir die Türken noch sehr brauchen. Ich begreife nicht, wie Metternich, der Botschafter, diesen Vorschlag machen kann. Johannes Lepsius besaß nicht weniger Pflichtgefühl als Bethmann. Er war auch nicht weniger patriotisch und ich würde sagen auch nicht weniger Nationalist. Aber er hat anderes gewählt. In der Wahrheit zu leben. Václav Havels berühmtes Spruch beschreibt die Wahrheit selbst als eine Macht. Nach Havel hat jemand, wenn er aus dem Leben in Lüge austrete, die Welt des Scheines zerstört, die Grundlage des Systems. Nur unter der Voraussetzung seiner eigenen Universalität kann ein System des Lügens funktionieren. Jede Aussage der Wahrheit bedroht seine Existenz. So wird die Wahrheit nach Havel und nach Lepsius zur Macht des Ohnmächtigen. Auch als der Kriegsgeneration schon älterte, blieb die Erinnerung an den Völkermord frisch. Im Dezember 1932 reiste Franz Werfel durch Deutschland und las vor großem Publikum aus seinen Epos über den armenischen Widerstand. Die 40 Tage des Musadach. Professor Becker archivierte eine Rezension über jenes Kapitel von Werfel, das den verbalen Schlagabtausch über das Schicksal der Armenier zu Thema hatte, welches sich Johannes Lepsius und Enver Pascha im August 1915 in Istanbul geliefert hatten. Beide Antagonisten waren inzwischen tot,
und die Imperien, für die sie gekämpft hatten, waren ebenfalls untergegangen. Doch bevor neue Opfer die Aufmerksamkeit der Welt erregen sollte, etablierte das Geschehen in der Türkei im Jahr 1915 die internationalen Standard für Grauen. Die Deutschen sprachen noch immer über die Vernichtung der Armenier. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Okay.